So, YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen zu Captain of Industry. Jawohl, das neue Spiel, was wir uns ein bisschen angucken wollen. Und ihr seht, hä, was sind wir denn? Hä, es sieht ja alles anders aus. Ja, es gab so ein paar kleine Probleme ja im letzten Spielstand. Und ich habe jetzt nochmal ein bisschen was Älteres geladen. Ich kann es euch ja sagen. Ich habe die beiden Dinger zerstört, indem ich aus Versehen das Bergbaugebiet daneben definiert hatte. Ja, das war jetzt nicht so klug. Damit sind alle Ressourcen verloren gegangen. Sieht auf jeden Fall lustig aus, wenn die Gebäude nach und nach reinrutschen und zerstört werden. Aber ist es nicht zu empfehlen. Dann hat sich diese Quest hier ja nicht erfüllt. Das lag, und das finde ich immer noch, ist ein Spielproblem von der Erklärung. Wenn man hier guckt, muss man einen von diesen vollen Dingern mit anmarkern. Wir hatten die hier gemarkert, anscheinend. Und das zählt nicht. Warum auch immer. Also die mit Grau drüber, die leider keine Erklärung haben, was das ist. Also kann man sich natürlich herleiten, dass da Gestein drüber ist. Aber weder die einzelnen Schritte, dass das Stufen nach unten sind, noch die Farben, wir haben wirklich erklärt im Tutorial, dass man so ein bisschen auf sich allein gestellt an der Stelle. Und ich habe zuerst Kohle gebaut. Ich dachte ja erst, daran liegt es, aber lag es anscheinend nicht. Aber ich würde sagen, dann fangen wir hier nochmal an. Also generell ist das hier eh blöd, so dicht an den Ressourcen zu bauen. Vielleicht setzen wir das alles dann nochmal um zu gegebener Zeit. Aber wir fangen jetzt erstmal mit dem Bergbau an. Das Schüttgutlager, das Fahrzeugdepot. Ach, das haben wir auch noch nicht. Könnt ihr mal sehen, wie weit ich zurückgegangen bin. 15 Minuten oder so fehlen uns jetzt quasi dadurch. So, das können wir schon mal setzen. Das Bergbauterminal, das wäre das nächste. Und ja, die können auch außerhalb der Bausachen stehen. Deswegen würde ich sagen, stellen wir es einfach dahin. Und das gleiche gilt für das Schüttgutlager. Das würde ich auch erstmal ein bisschen abseits hinstellen. So. Und dann reißen wir sie uns aus Versehen nicht weg. Und jetzt kommt das, was nämlich so ein bisschen blödi war. Ich habe halt das hier markiert, aber vergessen, die halt mitzumarkieren, die da am Berg sind, weil ich die eigentlich ja gar nicht wollte. So, muss man aber machen, nicht? Ich habe hier ja erst runtergebaut. Vielleicht reicht es, wenn wir den mit markieren. Okay, wir wollen hier aber runtergehen. Oh Mann. Ja. Ja. Oh Mann. Dass er das von alleine abwählt. Ach. So, und der Bagger kann ja, glaube ich, nur bis minus 6 oder sowas sogar runter. Oh. Und wir müssen eher aufpassen, dass wir hier noch mit einem breiteren Weg. Oh, ich dachte, er macht das dann automatisch an die Höhe. Macht er nicht. An dem Weg angleichen. Jetzt macht das. Aber auch nicht ganz. Bis dahin geht's. Okay. So, jetzt sehen wir auch, wie es aussehen wird. So eine Kuhle und runter. Okay, ich bin gespannt. Ja, die Eisendinger, an die kommen wir eh nicht ran, erstmal. Ja, und hier ist die Frage mit dem Berg und dem und so. Ich hoffe, das reicht. So. Und die Sachen befinden sich jetzt außerhalb seines Bereiches, also passen wir noch den Bereich an. So. Dann ist das erledigt.
Die beiden Lager müssen wir irgendwo anders hin machen. Die sind da falsch. Ich habe die Maus zwar angepasst, aber immer noch ein bisschen zu schnell, nicht wahr? Also wünsche mir echt da eine Einstellung. Das ist ziemlich nervig. Also ich finde das generell von der Steuerung an der Stelle ein bisschen schwach. Okay, da kommt Öl hin. Machen wir den lieber woanders. Ich meine, da ist Eisen. Da ist Kohle. Dann bauen wir das doch vielleicht hier zwischen in irgendeiner Weise. Dann lassen wir das alles irgendwie umziehen. So, was brauchten wir noch dafür? Von den Dingern. Kann man klonen? Ah nee, das muss man erst erfinden, nicht das Klonen. Puh. Das haben wir natürlich jetzt noch nicht. Wo sind die ganzen Sachen? Dieselgenerator, Köhlerei, Metallgießerei. Nee, wir brauchen Lebensmittel. Montagen, genau. Okay, die Montagen kommen hier mit irgendwas raus. Und die brauchen was. Warte mal, wenn ich das jetzt aber so rumbaue, ist doch auch wieder doof. Weil dann gehe ich immer in die Länge, anstatt in die Breite. Okay, wir machen nochmal. Stückgutlager. Hier kommen Sachen rein. Also da und da. Weil dann kommen wir von da mit dem Eisen an die Sachen und von da mit der Kohle. Das ist, glaube ich, besser. So, da die allgemein. Jetzt nochmal. Du nach dort und du nach dort. So, die kriegen Baumaterial rein aus der Metallgießerei. Und irgendwas anderes aus den anderen Quellen nicht. Aber egal. Ich würde sagen, wir bauen. Wo ist denn. Erstmal noch ein Lager dahin, nicht wahr? Die können hier nur Platten rausgeben. Okay, erstmal ein Lager. Ob das später sinnvoll ist, keine Ahnung. Da kommen die Platten raus auf jeden Fall. Eigentlich müssten wir das aber wegen des Einganges einfacher halten, nicht? Irgendwie so oder so. Und das kommt direkt rein, dieses geschmolzene Zeug aus dem Hochofen. Ja, nicht spiegeln. Sondern da kommt Dampf raus und aus dem anderen Schlacke oder sowas. Okay, dann lassen wir mal ein bisschen Platz. Und die Köhlerei brauchen wir ja nicht mehr, weil wir dann selber Dings anbauen. Okay, dann brauchen wir noch Rinne für Schmelze. So, was anderes haben wir noch nicht erforscht. Dann brauchen wir noch den Recycling, den Schornstein nochmal. Den bauen wir mal ein bisschen außerhalb, falls wir noch mal erweitern wollen. Und der kriegt die Rohrleitung von hier nach dort. Okay.
ihr stellt her die Dinger und ihr die. Ihr lagert nur Eisen und ihr lagert nur Konstruktionsteile und ihr lagert nur mechanische Teile. Okay. Das hier ist fertig. Du speicherst nur Eisenerz. Okay, wir haben das Fahrzeugdepot. Wir bauen 4 Bagger und 4 von denen und auch noch einen Holzernter und nochmal 2 davon. So. Da können die sich erstmal gut dran versorgen. LKWs sind stark ausgelastet. Ja, das ist ein Problem. Und ich weiß gar nicht, brauchen wir das hier hinten noch? Also das Ding auf jeden Fall nicht mehr. Das können wir rückbauen. Das Ding eigentlich auch nicht mehr. Das wollen wir auch woanders haben. Das eigentlich auch nicht mehr. Und das auch nicht mehr. Eigentlich kann alles hier weg, nicht? Es steht eh blöd vielleicht. Die Dinger können weg. Quasi verlagern wir das ja nur. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir Lager abreißen. Okay, muss erst geleert werden. Das heißt, die bringen die Sachen erst jetzt ins andere Lager. Und da haben wir noch den Holz. Okay, der kann erstmal bleiben. Du sollst herstellen geschmolzenes Eisen. Oder geschmolzenes Eisen und Schlacke. Aus Kohle und Eisenerz. Okay. Dann haben wir einen Bagger. Wir sollen einen zuweisen und 2 Fahrzeuge. So. Und wir sollen noch 2 Fahrzeuge mehr bauen. Wir weisen auch nochmal welche dazu. Und jetzt hat er das auch angenommen. Das war gestern halt echt, dass wir das Falsche, oder nicht das Falsche, sondern einfach nicht alles markiert haben. Wäre vielleicht hilfreich, wenn so eine Markierung für das erste Markieren, beachten Sie, bla bla bla, dass Sie auch im Einzugsgebiet ein oberirdisches Eisenvorkommen haben oder irgendwie sowas. Oder fürs Tutorial dann beim Eisen irgendwie das erste direkt an der Oberfläche bauen oder so. Sodass man gar nicht fehlschlagen kann eigentlich als Spieler. Nicht? Irgendwie eine Kleinigkeit, entweder eine bessere Erklärung oder ja, irgendeine andere Mechanik. Sodass man sich dann nicht selber 20 Minuten ins Aus katapultiert und nicht weiß, warum die Quest hier nicht weitergeht. Ist auf jeden Fall sehr ungünstig. Okay, wegreißen, 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 alles weg. So, der arbeitet natürlich nicht, weil wir keine Kohle haben. Habe ich noch mehr Bagger gebaut? 4 Bagger, ja, okay. Verarbeiten Sie Eisenerz. Erforschen Sie das Leuchtfeuer. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das habe ich gestern nämlich auch schon erforscht. Und das letzte Lager kommt auch weg. Sehr gut. So, dann können wir weitermachen. Für die Kohle. Oh, ich komme noch hier, Bergbau. Bergbau ist unter Gebäude und Fahrzeuge. Okay. Und dass man immer den Layer selber einblenden muss.
sehr bedürftig. Okay, da sind wir. Ich würde sagen, dann bauen wir diesmal von hier rein. So, und dann da ran. Das heißt, wir bauen den mal vielleicht, ja, hier so hin. Da war das Stückgutlager. So, und das, der hat da seinen Eingang. Dann hier den Ausgang vielleicht. Ich weiß halt nicht, ob das im Einzugsgebiet sein muss. Ich glaube nicht. Und dann gucken wir mal, wie wir hier runterkommen. Vielleicht auch einfach direkt von hier runter. Wir starten hier auf jeden Fall auf plus 2. So. Und dann auch erstmal nur bis 6. Mal gucken, ob wir da überhaupt an irgendwas rankommen. Ist auf jeden Fall im Einzugsgebiet. Und der ist fertig. 2 Bagger und 2 Fahrzeuge erstmal. So. Keine Forschung. Das wollen wir ändern. Ich erforsche schon mal die Ziegelproduktion. Wir haben ein neues Gebäude, ein Leuchtfeuer. Das hatte ich hier vorne schön hingesetzt. Damit wir die Leute anlocken. Und was ich gesehen habe, was wir auch gebaut hatten, was hier noch nicht da war, ist... wo war es denn? Nehmen's mit dem Markt. Unterkünfte. Zack. So, Laster werden noch gebaut. Eisen haben wir noch nicht. Da müssen sie noch ein bisschen baggern. Baggert, was das Zeug hält. Los, los, los. Die Musik ist wirklich wie bei Transport Fever 2. Und auch hier baggert. So, 3. Naja, die sind immer noch stark ausgelastet. Oh. Ach, den Sandaushub von da hinten machen die hier hin. Das ist ja interessant. Ah. Okay. Keine Forschung. Ja, dann erforschen wir weiter. Einfache Dieselherstellung. Ich glaube, das war auch eines der wichtigen Sachen. Und das Leuchtfeuer ist gebaut. Wir kriegen Kartoffeln und Fahrzeugteile. Die sammeln wir natürlich ein und können damit hier weitere Fahrzeuge herstellen, die wir unbedingt brauchen. Wir warten immer noch. Kohle ist drin. Okay. Hier können wir mal sagen, du darfst Kohle speichern. Das habe ich ja ganz vergessen.
Ich meine, hier haben wir noch ein paar Eisenplatten. Mechanische Teile, Konstruktionsteile. Wir könnten Fahrzeugteile herstellen, dafür bräuchten wir aber Elektronik. Okay. Das würde ich also noch abwarten. Ich glaube, ich habe alle Fahrzeuge zugewiesen. Kann das sein? Dann ziehen wir hier mal einen ab. Und ziehen auch hier nochmal einen ab. Dann geht das erstmal langsamer. Ja, was wir gestern noch gelernt haben, wir können mit dem Schiff auch erkunden, aber wir haben nur eine gewisse Anzahl an Diesel und das Schiff kann angegriffen werden. Also wäre es jetzt keine gute Idee, unseren alten rostigen Kahn loszuschicken. Uiuiui. Ja. Der kann auf jeden Fall mal einen neuen Anstrich bekommen, würde ich sagen. Können handeln. Was könnten wir denn handeln? Holz gegen Ziegel, Eisenschrott, Kohle gegen Diesel. Das wäre nicht schlecht. Konstruktionsteile gegen Gummi, auch nicht schlecht. Na, eigentlich Eisen gegen Ziege ist höchstens das Einzige, was mir einfallen würde aktuell. Oder Holz gegen Ziegel. Aber machen wir einmal, dann haben wir nochmal Ziege mehr, falls ich mehr bauen will. Und die Forschung ist schon fertig. Die Forschung geht viel zu schnell. Das ist ein bisschen wie bei Worker and Resources, wo es bam, 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 bam einfach nur rausgeht und man gar nicht hinterherkommt. Gut, dann können wir mal hier die Werkzeuge erforschen. Oh, wir müssen ja eh warten, bis sie jetzt Eisenerz abbauen. So, jetzt haben wir auch die mehr Fahrzeuge hinbekommen. Und der kann ich abbauen, weil das Lager voll ist. Und das liegt daran, weil die nicht an Kohle kommen. Oder an Erz. Da wir Kohle über dem Verköhler haben, ne, oder hatten, dürfte es jetzt erstmal am Eisen liegen. Das Nachrichtenzentrum hat wieder was für uns. Oh, oh, oh. Ihre Bevölkerung hat Gesundheit. Hat sie das? Wenn die Gesundheit positiv ist, wächst ihre Bevölkerung und gibt ihnen eine zusätzliche Einigkeit. Wenn die Gesundheit negativ wird, fängt an, ihre Bevölkerung zu schrumpfen. Okay, das macht auch Sinn. Sie können die Gesundheit ihrer Bevölkerung erhöhen, indem sie eine Vielfalt an Lebensmitteln, Wassern und Gesundheitsversorgung bereitstellen. Ja gut, das wissen wir ja auch. Negative Effekte. Die Gesundheit der Bevölkerung sinkt, wenn sie Verschmutzung abgeben. Luft oder Wasser. Die Verschmutzung auf der Insel ist global, sodass Bewegung von Schornstein zu weiter von der Siedlung entfernten Orten nicht helfen wird. Es ist vom Vorteil, im Auge zu behalten, wie viel Verschmutzung sie abgeben. Okay. Wenn sie eine Verschmutzung abgibt, wird das auf der rechten Seite der Rezeptansicht dargestellt. Okay. Ihre Bevölkerung kann an Krankheiten leiden. Es gibt Krankheiten, die einfach kommen und gehen und nicht vollständig verhindert werden können. Okay, das Bieten einer Gesundheitsversorgung kann den Einfluss von Krankheiten entscheidend reduzieren. Auch nicht schlecht. Es gibt auch Krankheiten, die wegen schlechten Zuständen in ihrer Siedlung, wie zum Beispiel Wassermangel oder zu viel Müll, auftreten können. Es gibt keine Krankheiten, die durch Verschmutzung auftreten, da die Verschmutzung direkt eine Strafe auf die Gesundheit gibt. Gut zu wissen. Flüssigkeitsspeicher. Wir können also jetzt Wasser speichern. Wir haben ein Abwasserrohr. Eine Ölpumpe. Eine einfache Distille. Hallo, PPS Welt. Neu angefangen? Nein. Das ist der alte Spielstand. Wir haben einfach nur umgebaut. Willkommen, willkommen. Regenwassersammler. Oha. Okay. Allgemeine Maschinen. Ziegelei. Okay.
Aber da warten wir, bis uns das Tutorial sagt, tue dies. Okay. Kopieren Werkzeug, Ausschneiden Werkzeug, Stilllegungswerkzeug, Einstellungen kopieren, Einigkeitswerkzeug, Planungsmodus. Oh, Planungsmodus, der gefällt mir. Planungsmodus ist ein umschaltbarer Modus, der jedes platzierte Gebäude anfänglich basiert. Sie können den Planungsmodus umschalten, indem Sie den Knopf vom Planungsmodus in der Werkzeugliste unten links in der Ecke klicken. Gebäude mit basierter Konstruktion sind grau eingefärbt, wie unten dargestellt. Okay. Und das Ausschalten des Modus wird es nicht starten, das ist auch gut zu wissen. Gebäude weiß gefärbt sind zur Konstruktion geplant. Blau sind der geplant und sind derzeit passiert. Blau gefärbte Gebäude befinden sich gerade im Bau. Rote Gebäude werden gerade abgerissen. Genau, das kennen wir schon, die Farben. Und jetzt haben wir noch den Planungsmodus dazu. Das ist schon mal gut. Wir sind einfach umgezogen und ich habe das hier nochmal neu aufgezogen. Ich habe das, was wir gestern gemacht hatten, nicht mehr gespeichert. Hatte ich am Anfang kurz erklärt. Und habe es dann alles nochmal umdesignt, weggerissen. Und jetzt warten wir darauf, dass sie endlich Eisen bekommen. Was noch ein bisschen dauern wird. Auf jeden Fall hat es diesmal geklappt, weil wir ja das Richtige markiert haben. So. Aber bald sind wir da. Es ist nur noch ein kleiner steiniger Weg bis dahin. Ich will es kompliziert. So sieht's aus. Wir buddeln uns halt erstmal hin. Und gucken uns die Straßen an. Boah, hier ist ja echt alles weggerissen. Was vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn wir das auch noch entfernen. Aber das voll mit Holz. Das ist noch in der Konstruktionsphase. Wir brauchen noch Autoteile. Ja, die haben wir nicht. Ich plane halt gleich für die Zukunft. Das steht halt so lange still, bis wir jetzt Eisen haben. Klar, ich könnte jetzt auch erstmal wieder auf Verschrottung gehen, aber wir haben auch noch Platten. Bin auch nicht mehr viele. Das hier ist eh voll. Gut, da aber das hier global zieht, aber brauche ich irgendwas Abwasser? Was macht der Regenwasser? Sammelt Regenwasser bei Regen. Okay. Wow, der ist ja auch riesig. Okay, okay. I see. Was heißt, wenn wir den bauen, würden wir Wasser sammeln? Komm, wir haben's. Also gönnen wir uns das. Auch wenn das Tutorial das noch nicht sagt. Flüssigkeitsspeicher. Wahrscheinlich werde ich die Hälfte vergessen und gleich wieder abreißen müssen. Aber so ist es halt. Das ist, wenn man vorgreift. Oh, ich komme echt mit den Symbolen noch nicht mehr klar. Wo sind Rohre drunter? Hier, Förderstrecken. Ach, das... Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Man ist so Satisfactory oder andere Sachen gewöhnt. Die gute alte blaue Bauplane. Da werden wir ja Tonnen Wasser bekommen mit. ...4,7 Liter durchschnittliche Wassersammlung pro Stunde. Wow. Okay, hier muss ich aber nicht erst sagen... Achso, okay, der speichert automatisch das, was von da dann reinkommen würde. Schon mal gut.
Minute, nicht Stunde. Ach, papalapap. Da steht 60. Er hat kein Mouseover. Wäre zum Beispiel hilfreich. Für mich bleibt Stunden. Tage. Die Tage rinnen. Guck mal, wie die Tage... Das seht ihr gar nicht, weil ich davor sitze. Mann, Mann, Mann. Das müsst ihr mir doch sagen. Dann setze ich mich mal kurz woanders hin. Vielleicht, ich weiß nicht, wo ist man gut? Vielleicht hier. Vielleicht so irgendwie. Aber wahrscheinlich sitze ich da auch irgendwelchen Werkzeugen im Weg. Ich glaube, es gibt gar keinen Ort, wo man nicht im Weg sitzt, nicht? Irgendwo stört man immer als Streamer. Ganz schlimm. Rechts unten bist du, da ist nichts. Okay. Ja, das sieht gut aus. Dann gehen wir nach rechts unten. Zack. Dann verdecke ich nur eventuell ein bisschen Ressourcen oder sowas, wenn das noch länger wird. Gut, ich würde sagen, wir lassen ihn noch ein bisschen hebeln und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis zur nächsten Folge.